willkommen wieder bei Garten TV. Ich hoffe, man versteht mich deutlich, oder? Ist ein bisschen leise das Mikrofon. Ich hoffe, es ist du Polensack. Hast du Polensack? Achso, hier der Polensack. Da, genau hier. Warte, wo ist mein Finger? Wo ist mein Finger, verdammt? Hier ist. Nein, da eigentlich. Eigentlich ist der da. Das ist falsch rum hier. Ja. Ja, auf jeden Fall. Special mit Matze, alias der Cowboy von Book of Ra. Ganz ehrlich, das sieht doch so aus. Der bringt euch die 5 Bücher vorbei. Nee, für euch nicht. Aber holt, kassiert dafür 5000 Euro, auf jeden Fall. Was wir ankündigen wollen ist... Was? Die neue Garten-TV-Folge. Da spielen wir einen Streich. 3 Bücher. Was 3 Bücher? Eher 30 Fernseher, aber mehr wollen wir auch nicht verraten. 35. Auf jeden Fall, es wird sehr, sehr lustig werden. Also der hat bei Book of Ra 5 Bücher gewonnen und... Guck mal, das ist auch schön. Das sieht wie die Nerde von 19 oder 20 aus. Ah, ich bin Papa Schlumpf. Papa Wichsschlumpf. Papa Wichsschlumpf. Papa Wichsschlumpf. Ja, und falls mal... Nee, ich sag's nicht. Nein, ich sag's nicht. Also, schaut euch einfach die nächste Folge an. Gruß von uns beiden, yeah. Matze und Shanks und der Pole, den man nicht sieht. Erst bei der nächsten Folge eventuell oder übernächsten Folge. Oder gar nicht. Oder übernächsten Folge oder bei... Was ist das für ein Knopf hier? Drückst du die Knopf? Wie geht's da heute? Drückst du die Knöpfchen? Auf jeden Fall, freut euch und wir sagen frohe Weihnachten auf jeden Fall. Und guten Rutsch sagen wir noch nicht, weil wir uns davor auf jeden Fall nochmal sehen oder ihr uns dann seht. Und dann wünschen wir euch nochmal guten Rutsch. Ja, vielleicht gibt es Silvester-Special wieder, seit langem, weil die alten Folgen wurden ja gelöscht. Aber ich will auch hier nicht zu viel reden. Schaut euch einfach die nächste Folge an. Du bist ein Arschloch. Ja. Ich muss hier Werbung machen, Mann. Hört mal mich. Hallo, hörst du mich überhaupt? Räum mal die Jacke auf, okay? Ramadan. Mach mal Lautstärke hier. Ramadan. Was ist Ramadan? Das ist ein Feiertag, Mann. Heute ist... Ach, egal. Ade.